Moin Moin, ich bin Dirk aus Lübeck und ich zeige euch jetzt mal, wie ich meinen 5 Quadratmetern hier so im LKW die Woche über so wohne. Ich fahre schon seit 20 Jahren circa LKW international, das heißt Deutschland, südwestliche EU. Ich wohne am Stück, zwischen 5 und 6 Tagen bin ich hier im LKW, ja, und wohne hier so gut es geht. Es geht sehr gut, wenn man sich nur gut organisiert. Ich habe jetzt Feierabend, dann wechsle ich von meinem Arbeitsplatz eigentlich auf den Beifahrersitz. Da setze ich mich dann hin. Wie ihr seht, wer sagt, dass ein LKW klein sein muss? Ich kann mich hier drehen, wenden. Ich habe hier Platz ohne Ende. Sicherlich, es ist ja auch ein DAF, ne? Es gibt auch kleinere Autos. Ich habe hier meine Schränke. Ich habe hier meine Vorratskammer sozusagen. Mein LKW ist mein Zuhause, mein Arbeitsplatz, mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer, mein Büro und auch ein kleines bisschen Esszimmer sozusagen. Küche kann man nicht sagen, weil hier drin wird nichts Warmes gemacht oder so. Das wird draußen dann zubereitet. Aber ansonsten ist es wichtig, dass das aufgeräumt ist alles und sauber. Es wird jeden Tag Staub geputzt. Wenn ich morgens aufstehe, eine Stunde vorher stehe ich auf. Dann, wenn das Wetter es zulässt, wird die Bettdecke rausgehangen über die Tür zum Lüften. Dann wird hier drin aufgeklärt. Ja, und dann werden 2 Tassen Kaffee getrunken. Ja, und sobald die weg sind, dann geht es dann langsam los. Dann wird der Schlüssel umgedreht und dann geht der Arbeitstag los. Ja, also ich habe dann an Lebensmitteln, habe ich dann so Brot, Joghurt, Müllermilch als Beispiel. Was man halt so auch zu Hause im Kühlschrank hat. Wein zum Beispiel. Wer trinkt denn nicht schon gerne mal ein Gläschen Wein? Auch wir als LKW-Fahrer, das darf man nur nicht übertreiben, ist ganz klar. So, dann habe ich für warme Mahlzeiten zwischendurch 5-Minuten-Terrine da. Und wenn es dann mal warm sein soll und man möchte ein bisschen Geld sparen, dann macht man sich ganz einfach eine Dose warm. Und die mache ich mir über meinen Gaskocher warm, die ich hier oben verstaut habe. Also man sollte mit sich alleine schon klarkommen, aber es ist eine Sache, was man daraus macht. Ja, ist man verschlossen und man geht nicht auf Leute zu, die man so trifft oder so. Man trifft immer Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Oder ansonsten, man ist ein Eigenbrüder und sagt, gut, ich mache meinen Job tagsüber und abends lese ich oder ich gucke Fernsehen, esse mein Abendbrot und dann gehe ich schlafen, weil der Tag eh lang genug ist. Dann gehen die Gardinen zu und dann ist morgen auch wieder ein neuer Tag.